Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal PC-Check. Ich bekomme sehr viel Zuspruch. Ich bekomme auch sehr viele PCs vorgeschlagen. Das Problem hatte ich auch im letzten Video schon angesprochen. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, alle einzelnen PCs zu testen. Ich versuche euch in den Kommentaren einigermaßen zu helfen, beziehungsweise euch schon mal so ein kleines Feedback zu geben. Ich gucke mir die PCs dann kurz an, schaue drüber, wie das preislich ungefähr aussieht und dann antworte ich euch in den Kommentaren. Ich werde versuchen, einige noch aufzugreifen, dass ich dann auch Videos zu mache. Ist allerdings im Moment auch ein bisschen schwierig mit den Schichten und so weiter. Ihr seht auch gerade an der Uhrzeit unten bei mir im Windows. Sollte jetzt 12:45 sein. Ich hatte Frühschicht, das heißt, ich habe mich nach der Frühschicht hingelegt, habe eine Runde gepennt. Mache jetzt ein Video, schneide das noch, lege mich dann wieder hin und gehe dann wieder zur Frühschicht. Ist im Moment ein bisschen schwierig. Seid mir da nicht böse drum. Aber ich werde wirklich versuchen, diese 2 Videos pro Woche noch hochzuladen. Wir starten heute mit Otto.de. Zwar habe ich einen Kommentar bekommen, mach doch mal Otto. Blend ihn hier auch nochmal ein. Otto ist schwierig, weil es sind eigentlich nur Vertriebswege. Es gibt die Hersteller, unter anderem auch Megaport und Dubaro und wie sie alle heißen, und die lassen sich durch Otto quasi vertreiben. Die sind dann quasi nur die Anlaufstelle, wie zum Beispiel Amazon. Ich habe trotzdem mal einen rausgesucht, um zu gucken, wie da die Preis-Leistung ist. Und zwar haben wir hier den Ibel Panorama 5 Gaming PC, AMD Ryzen 5, blablabla, das gucken wir uns gleich alles noch an, für 1949 Euro. Lieferbar in 6 bis 8 Werktagen bei dir. Finde ich schon ziemlich lang. Ich weiß nicht, ob es an den Grafikkarten liegt, ich denke nicht. Ich schätze mal, die lassen sich einfach nur gut Zeit, weil es eben nur ein Vertriebsweg ist. Otto leitet das weiter und der Verkäufer verschickt das dann irgendwann. Ich glaube nicht, dass Otto das lagernd hat. Wie auch immer, wir starten erstmal beim Design. Ich habe mir die Hardware vorher angeguckt. Vom Design her ist es kein Fake. Wir haben ja ganz oft, dass wir dann PC sehen und dann auch sehen, dass viel Mist quasi verbaut ist, der gar nicht da drin ist. Also man hat dann RGB-RAM und so weiter und viele Spielereien und viele denken dann, ich bestelle das und kriege das dann auch so. Nee, das ist nicht so. Bei dem bin ich mir relativ sicher, dass er kein Fake ist. Wobei ich mit diesen 6 Lüftern noch nicht ganz klar komme, weil die jetzt nicht explizit aufgelistet sind. Aber ich gehe wirklich stark davon aus, dass die dabei sind, weil sonst wäre wirklich das komplette Design des Gehäuses einfach nur Mist. Wir starten. Konfiguration AMD Ryzen 5 5600X habe ich rausgesucht, ist aus der neuen Generation von AMD, ist der kleinste aus der neuen Generation. Der startet bei 5600, dann gibt es den 57er, 58er und so weiter. Der reicht aber zum Zocken locker aus. 6 Kerne, 12 Threads im Task Manager, wunderbar. Der kostet bei Mindfactory 328 Euro. Jetzt ist die Sache hier, das ist der Boxed. Den gibt es auch soweit, also im Endkundenmarkt gibt es den wirklich nur mit Lüfter. Ich weiß nicht, ob man vielleicht den auch als Tray bestellen kann bei eBay oder so. Dann ist er aber vielleicht gebraucht, man weiß nicht so ganz genau. Der hier ist mit Lüfter. Ich habe aber nachgeschaut, der kostet auch als Tray gebraucht ungefähr dasselbe. Deswegen macht das jetzt keinen Abbruch. Die Sache ist einfach die, dass bei dem PC ein anderer Lüfter dabei ist. Wir können von mir aus 30 Euro abziehen. Das ist ungefähr die Preislage bei AMD immer für so einen Lüfter. Wenn man jetzt zum Beispiel die 3700er Reihe oder 3800er Reihe sich anschaut, da liegen die dann als Tray im Differenz zum Box-Design immer so bei 40, 50 Euro. Manchmal 30 Euro. Es kommt darauf an, was für ein Lüfter das ist, ob mit RGB, ohne. Den packen wir in den Warenkorb. Hier steht's auch schon. Cooler Master Hyper H410R RGB Super Silent. Habe ich bei Mindfactory jetzt so nicht gefunden, hab mir aber mal den Preis angeschaut. Hier ist der Lüfter auch schon genauso mit dieser blauen bzw. lilanen Beleuchtung, wie es auch auf dem Bild zu sehen ist. Kostet 25,20 Euro. Ich weiß nicht, ob der wirklich besser ist als der eigentliche Stock-AMD-Lüfter. Ich hoffe es einfach mal, sonst würden sie ihn nicht verbauen. Oder sie machen es aus Designgründen. Den gibt es, wie gesagt, bei Mindfactory nicht. Den packen wir einen anderen für rein. Und zwar nehmen wir hierfür den Be Quiet Shadow Rock 3. Mit dem habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Der hat eine sehr gute Kühlleistung. Ist auch ein bisschen größer als der andere, kostet allerdings auch 41,68 Euro. Da müssen wir jetzt ein bisschen differenzieren. Ich habe mal jetzt auch wegen der SSD geguckt, die wird gleich ein bisschen günstiger sein als die, die verbaut ist. Deswegen, das verrechnet sich alles. Plus minus 10 Euro, nagelt mich nicht drauf fest. Also das Ergebnis, was wir hinterher raus haben, das stimmt. Das packen wir so in den Warenkorb. Als nächstes Speicher 16 GB DDR4 3200 MHz. Sie haben es gelernt. Gut, es ist die 5000er Reihe. Die 5000er Reihe, die verträgt auch 4000 MHz, kann aber keiner bezahlen. 3200 ist angemessen für diesen Prozessor. Das eigentlich sollte schon die 3000er AMD-Reihe damit laufen. Aber schön, dass sie es hier gemacht haben mit dem 5000er. 2x8 GB Dual-Channel. Ganz wichtig, Dual-Channel. Wenn es 2 Riegel sind, hat er eine größere Speicheranbindung. Das bedeutet, ihr kriegt teilweise bis zu 20-30 FPS mehr. Ihr könnt mal schauen, wenn ihr bei Google guckt, viele Ergebnisse auch bei den aktuellen Games, zum Beispiel Watch Dogs, Far Cry, wie sie alle heißen, Assassin's Creed.
Da habt ihr, wenn ihr nur einen Speicherriegel habt, habt ihr 20 bis 30 FPS Verlust, weil das Game einfach die Daten so schnell nicht verarbeiten kann. Klar, es gibt den Speicher in der Grafikkarte, aber der Prozessor verarbeitet ja auch Daten vom Spiel. Wo wird was geladen? Das geht ja nicht immer nur um Grafik, die müssen ja auch berechnen. Wenn da jetzt 1000 Leute auf dich zurennen, müssen die ja irgendwo herkommen, ne? Sehen, ganz wichtig, Dual-Channel, wunderbar. Leider steht nicht dabei, was es für ein Hersteller ist. Ich gehe vom Design aus. Das Design sieht ein bisschen wie die G-Skill Ripjaws aus oder wie die Corsa Vengeance. Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe mir das aus allen Winkeln angeguckt. Ich habe auch sonst keine Daten gefunden. Ich weiß nur, es ist 3200 MHz und wir nehmen einfach mal die Corsa Vengeance. Wir gehen jetzt mal auf die guten. Hier sind sie auch schon, 16 GB Corsa Vengeance LPX LP, schwarz DDR4 3200. Das ist das, was ich meinte mit dem Design, mit diesen Wellen hier oben drauf. Die habt ihr hier auf dem Bild auch. Hier oben sieht man diese Wellen oben im RAM-Speicher. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er das ist. Kostet 89,85 €. Ist ganz schön gestiegen im Preis. Alter Schwede, die hat man teilweise sogar schon für 50 € gekriegt. Aber die packen wir so in den Warenkorb. Grafikkarte, wieder das leidige Thema. Leider in jeder meiner Folgen so. Ich kann euch leider immer nichts anderes sagen. Die sind schwer verfügbar. Das lassen sich die Hersteller gut bezahlen. Da drin ist eine Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB. HDMI DisplayPort. Ich gehe jetzt mal von der UVP aus. Normalerweise ist es im Handel so, wenn es eine unverbindliche Preisempfehlung gibt, kriegt man das Gerät bzw. das Produkt für die UVP oder günstiger. Wir gehen jetzt einfach mal von der UVP aus. Sie ist im Moment sowieso nicht lieferbar. Bedankt euch bei den ganzen Bitcoin-Minern, wie sie alle heißen. Ja, es ist einfach nur so, ich zeige euch jetzt kurz eine Liste, wie die UVP ist. Das rechnen wir später drauf. Hier ist auch schon die Liste. Wenn wir jetzt mal von der 3070 in der Founders Edition ausgehen, kostet die 500 €. Founders Edition bedeutet immer, dass es die, die von Nvidia ausgegeben wird. Es gibt natürlich noch andere Hersteller, wie zum Beispiel Gigabyte oder KFA2. Die nehmen dann auch für so eine Grafikkarte mal gerne 600 €, weil sie dann eine andere Kühllösung draufpacken, andere Speicher, andere Spannungswandler und so weiter. Wir gehen jetzt aber wirklich von der Founders Edition aus, 500 €, die rechnen wir dann drauf. Release war übrigens der 29. Oktober 2020, von den Dingern hat keiner was am Markt gesehen. Das war ein sogenannter Paper Launch, da gab es vielleicht 10 Stück von und dann waren die weg. Mainboard, Asus Prime B550 Plus. Es ist wieder dieses leidige Asus Prime. Ich habe nichts gegen Asus, um Gottes Willen. Ich finde auch Republic of Gamers, deren Marke, richtig geil. Ich weiß nur nicht, warum die alle dieses Board verbauen. Die scheinen da wirklich irgendwie Mengenangaben zu haben. Das ist der Wahnsinn. Die kriegen das bestimmt richtig schön günstig. Aber es ist der B550-Chipsatz. Den braucht man auch für diesen AMD 5600X. Und es ist die Plus-Variante, das heißt, es ist das große Board. Das gibt es allerdings auf Mindfactory für den Endkunden jetzt so nicht zu kaufen. Ich habe mir aber den Preis mal rausgesucht. Bei Alternate kostet es 146,90 €. Ist schon, ja, Mittelklasse kann man nicht sagen. Es ist so die Anfang zur Mittelklasse. Es gibt welche für 120, es gibt auch welche für 300. Und dass ihr euch da so ein bisschen orientieren könnt. Ich würde jetzt ein anderes verbauen, aber das ist schon in Ordnung, das Board. Ich nehme jetzt ein vergleichbares bei Mindfactory. Es war nämlich das MSI Mac B550 Tomahawk. Kostet 150 €, also auch ein bisschen mehr als das eigentliche Board, was da drin verbaut ist. Wie gesagt, die Hersteller von diesen PCs kriegen auch immer andere Preise. Die kriegen Einkaufspreise, weil die dann Abnahmemengen von 300, 400 Stück haben. Wir gehen jetzt wirklich nur von den Endkundenpreisen aus. Das sage ich in den Anfangsvideos auf meinem Kanal immer. In der letzter Zeit habe ich das ein bisschen sinken lassen, weil die Preise sowieso nicht mehr so ganz zuverlässig sind aufgrund der Grafikkartensituation. Aber hier wisst ihr dann Bescheid. Packen wir so in den Warenkorb. Der Sound, 7.1, 8-Kanal Surround Sound, Digital Audio Onboard. Wie der Name schon sagt, Onboard hat einfach nur was mit dem Mainboard zu tun. Das habt ihr meistens bei allen Boards. Auch das MSI hat das. Dann kommt zu der Festplatte. Eine M.2 SSD Festplatte, 1000 GB. M.2 SSD. Da steht nicht, ob es PCI Express ist oder ob es SATA angebunden ist. Ich gehe mal ganz stark von SATA aus. Da wurde ich im letzten Video auch darauf hingewiesen, dass zum Beispiel auch MIFCOM nur die SATA-Variante verbaut, die nur 550 MB lesen und schreiben kann. PCI Express Variante 3.0 oder 4.0 kann dementsprechend 2 GB pro Sekunde lesen und schreiben oder bis zu 7 GB sogar. Ich kann jetzt hier nicht genau sagen, welcher Hersteller es ist. Ich gehe jetzt wieder nach dem Bild. Das Bild besagt, es ist eine Innovation IT SSD. Das konnte ich auch nur sehr schwer entziffern. Das werdet ihr gerade wahrscheinlich gar nicht erkennen können auf dem Video. Aber ich habe die mal rausgesucht. Hier bei idealo.de 100 € günstigster Gesamtpreis. Das ist diese Innovation IT SSD. Ich habe jetzt eine genommen, die kostet, glaube ich, nur 89 €. Die wir immer nehmen. Ja, hier ist ja auch schon die Crucial P1. Die verbauen wir ja öfter. Die ist auch keine schlechte. Wir haben die hier im Haushalt selber. Und die ist auch schnell genug. Ist PCI Express 3.0. Hat dementsprechend auch 2000 MB pro Sekunde in der Lesegeschwindigkeit und 1700 in der Schreibgeschwindigkeit. Ihr werdet beim Zocken da wahrscheinlich eh nicht viel von merken. Die Ladezeiten sind natürlich ein bisschen schneller als wie bei einer normalen HDD.
Aber gegenüber einer SATA werdet ihr das wahrscheinlich auch nicht so schnell merken. Sobald ihr anfangt zu streamen und zu rendern, so wie ich jetzt Videos aufnehme und so weiter, da merkt man es schon. Also 89 Euro kommt in den Warenkorb. Netzteil, ein Cooler Master MWE 700 Watt. Cooler Master kann man als nicht gerade qualitativ hochwertig ansehen. Es ist quasi die Einstiegsmarke in den Gaming-Bereich. Die stellen auch Tastaturen und Mäuse her. Wir werden hier jetzt ein anderes nehmen. Ich habe mir davon aber auch den Preis mal angeguckt. Ja, damit ihr den Preis nochmal seht, wir liegen da ungefähr bei 45 Euro. Wenn ihr euch die Preise bei BeQuiet oder bei ähnlichen markenhaften Herstellern anguckt, dann sind die schon im Bereich 60, 70 Euro. Wir nehmen jetzt auch wieder ein BeQuiet-Netzteil, nehmen wir ja sowieso jedes Mal, weil dieses gibt es hier bei Mindfactory nicht. Wir nehmen das 700 Watt BeQuiet System Power 9CM, es ist sogar modular, das heißt, ihr müsst nur die Stecker einstecken, die ihr auch wirklich braucht, den Rest tut ihr irgendwo in den Schrank, damit euch auch die Luftzufuhr in dem Rechner gewährleistet ist. Bei dem Gehäuse, was die da verbaut haben, da kommen wir gleich noch zu, da ist die Luftzufuhr sowieso gewährleistet, aber es ist immer schöner, wenn man weniger Kabel im Gehäuse hat. 75,38 Euro packen wir in den Warenkorb. Gehäuse, ATX MIDI Panorama. Da musste ich erstmal eine Runde googeln. Da steht nämlich nicht der Hersteller. Aber ich kann es euch tatsächlich mal zeigen. Zum Vergleich, hier nochmal das Gehäuse bei otto.de. Einfach mal im Kopf merken. Hier ist das Gehäuse auf Alternate. Das ist das Intertech C701. Intertech ist auch so eine Art Einstiegsmarke. Sowas wie Cooler Master. Kostet 86,90 Euro. Für so ein großes Gehäuse sogar relativ günstig. Das ist vom Design her ein bisschen angelehnt an das Lianli Dynamic O11. Vielleicht sogar das XL. Ne, ich glaube eher das normale O11. Das kostet zum Beispiel 200 Euro. Da es dieses Gehäuse jetzt natürlich bei Mindfactory wieder nicht gibt, nehmen wir vom Preis her was Vergleichbares. Zwar nehmen wir das BeQuiet Pure Base 500DX schallgedämmt, ohne Netzteil mit Sichtfenster. Das Netzteil haben wir sowieso extra im Warenkorb. Die BeQuiet Gehäuse sind ziemlich gut, qualitativ sehr gut. Und kostet 90 Euro, genauso um den Dreh wie das Gehäuse, was wir eben gesehen haben von Intertech. Packen wir so in den Warenkorb. Service 24 Basic. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe mich auch nicht schlau gelesen. Weil ich habe mit diesen Service-Sachen auch nichts zu tun. Ich bestelle diese Dinger ja nicht. Ich habe dafür ja überhaupt keine Kohle. Ich verdiene mit YouTube auch noch nichts. Im Übrigen, ich wurde jetzt vor kurzem mal gefragt, ob ich noch einen anderen YouTube-Kanal habe, den man unterstützen könnte oder ähnliches. Nee, habe ich nicht. Aber ich habe einen Twitch-Kanal, wo ich, sag ich mal, so zweimal die Woche live bin mit Overwatch oder auch Dead by Daylight. Heißt Nash Army TV, verlinke ich euch nochmal in der Beschreibung. Könnt ihr gerne mal draufklicken, lasst ein Follow da, würde ich mich sehr drüber freuen. Lieferumfang, PC-System, Stromkabel, Systemhandbuch in Deutsch. Ja, bei diesem Rechner ist keine Windows mit dabei. Müsst ihr dann quasi wieder selber installieren über einen Stick. Ich sage es jedes Mal, bei eBay Key kaufen, den Stick fertig machen über das Microsoft-Tool. Da gibt es extra so ein Media Creation-Tool, da kann man sich das Windows dann aussuchen, das auf einen USB-Stick packen, mit einem Key von eBay aktivieren. Und dann habt ihr auch schon Windows auf dem System. Jetzt ist halt wieder die Frage, bei dem Gehäuse an sich sind diese Lüfter nicht dabei. Ich habe deswegen im Warenkorb nochmal 6 Lüfter, qualitativ hochwertige Lüfter von Corsair genommen. Die sieht man hier, das sind die Corsair LL120 RGB Dreier Set und das Dreier Set haben wir zweimal mit reingenommen, sind nochmal 176 Euro. Das sind gute Lüfter. Wir kommen jetzt auf den Endpreis. Hier sind nochmal die einzelnen Komponenten, dass ihr die nochmal seht. Also der Ryzen, eigentlich als Ray-Variante, hier geht er nur halt als Box, der Lüfter, das Mainboard, RAM-Speicher, die SSD, das Netzteil, die Lüfter und das Gehäuse für 1053,58 Euro. Plus, jetzt müsst ihr noch diese 500 Euro dabei rechnen, die UVP, das können wir jetzt eben im Kopf ausrechnen, dann sind wir bei 1550 und ein paar kaputte. Das System soll kosten 1949. Das ganze System ist quasi 400 Euro teurer, obwohl wir Endkundenpreise haben. Die lassen sich die Grafikkarte hier quasi auch zu 80% mehr bezahlen. Da könnt ihr auch auf eBay gehen und euch diese Grafikkarte für diese 40% überteuert holen, das System selber zusammenstellen. Das System an sich ist nicht schlecht. Es ist alles angemessen eingebaut. Ich feiere dieses Board nicht. Der RAM-Speicher ist völlig in Ordnung. Ich weiß leider nicht, welcher Hersteller es ist. Ich konnte jetzt wirklich nur nach dem Bild gehen, aber das Bild erscheint mir nicht fake. Ansonsten ist das System in Ordnung, aber nicht für den Preis. Und das ist schon runtergesetzt um 7%. Würde da jetzt stehen 1600, 1700, könnte ich mich damit noch anfreunden. Aber 1949 ist schon eine Hausnummer. Also ich kann es leider nicht empfehlen. Werde jetzt aber nochmal schauen, was ihr mir so in die Kommentare geschrieben habt. Und werde da nochmal ein System raussuchen. Ich habe jetzt so ein lustiges gesehen. Oh, da konnte ich mich nur wieder aufregen, ne? Tut mir leid. Also wo ich das gesehen habe, dachte ich mir, darüber musst du ein Video machen. Das wird wahrscheinlich auch das nächste Video, damit ihr nicht darauf reinfallt. Da ist zum Beispiel Thematik, kleiner Teaser vorweg, ein Single-RAM eingebaut. Das Mainboard ist wieder so ein Micro-ATX-Board. Das ist wieder der Hammer, wenn ihr das seht. Also ich werde mich wahrscheinlich wieder nur aufregen. Aber gut, das werdet ihr dann im nächsten Video sehen.
Denkt dran, dieses System überteuert. Wenn ihr euch die Grafikkarte jetzt im Moment noch sparen könnt und erstmal mit einer gebrauchten klarkommt, lasst es sein. Beziehungsweise stellt euch das System bei Mindfactory zusammen, kauft die gebraucht und irgendwann, wenn die Grafikkartenpreise wieder in Ordnung sind, dann baut euch die ein, die ihr haben wollt. Hier die RTX 3070, die wird ja irgendwann wieder zu UVP verfügbar sein. Ja, das wär's soweit auch mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Ich freue mich immer. Ich bin kurz vor den 100 Abos. Finde ich super von euch. Dafür, dass ich jetzt erst, glaube ich, seit 2,5 Monaten auf YouTube unterwegs bin. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.